Heute möchte ich mal über Gebiss ein bisschen was sprechen. Wie schon in der Gruppe angedeutet, geht es mir heute um Knebeltrense, D-Trense und Wassertrense. Also, wir fangen an mit der Knebeltrense. Bei der Knebeltrense ist es im Prinzip so, dass es so im Maul liegen soll, wie sie jetzt darstellt. Das heißt, die Schenkel stehen senkrecht. Die Fläche, die ich angedeutet habe, sollte an der flachen Seite am Maul hängen, am Maul anliegen. In Wahrheit kippt aber die Knebeltrense nach vorn aufgrund des Gewichtes. Das Pferd hat nicht die flache Seite, sondern die Kante an der Stelle, wo das Kiefer beziehungsweise die Schleimhaut des Kiefers ist. Das heißt nicht, hier ist natürlich ein Gebiss gewählt, das ist eigentlich Aufziehtrense, aber es geht immer um die Kante beziehungsweise um die Knebel, dass die nach vorn kippen und die Kante ist hier schöner zu sehen. Das heißt, wenn dann jetzt noch Zug über die Zügel, ja, das braucht gar nicht viel Zug sein, sondern das kann einfach Einwirkung, Kontakt aufnehmen, dann hat das Pferd keine Chance, dass die Fläche flach wird, sondern es kommt immer die Kante als erstes zum Einsatz. Ja. In Wahrheit müsste man oben an der Stelle hier ein Riemchen befestigen. Bei der D-Trense ist es ähnlich. Das heißt, die D-Trense sollte so im Maul liegen, wie jetzt dargestellt, dass die flache Seite am Pferdemaul zum Liegen kommt. Aber auch aufgrund des Gewichtes und der Nichtmöglichkeit durchzurutschen, muss die D-Trense immer nach unten fallen. Und hier das Gleiche, kommt dann Zug nach hinten, dann wirkt die Trense immer mit der Kante und nicht mit der Fläche aufs Pferdemaul ein. Ich fahre jetzt mit dem Daumen wieder drüber, ja, das heißt nicht die Fläche, sondern die Kante. Das ist immer dort, wo die schärfere Seite ist. So sieht man es vielleicht besser. Die Kante kommt auf die Einwirkung oder durch die Einwirkung zum Pferdemaul zum Tragen. Als letztes die Wassertrense. Hier ist so, dass die Wassertrense eben, egal wie das Pferd sich immer in eine Lage bringen kann, wie es ihm angenehm ist. Auch wenn Zug von hinten kommt, können die Ringe durchgleiten. Egal, ob man jetzt von höherer Hand, tiefere Hand, wie auch immer. Das heißt, die Trense kann immer im Maul liegen bleiben, wie das Pferd sich liegen lässt. Und nicht so, wie es über den Zug nicht anders möglich ist.